Bist du auch ein IT-Experte, Dienstleister und/oder Berater, so wie ich, und hast keine Ahnung, wie du an Neukunden und an mehr Umsatz kommen sollst? Dann bist du hier genau richtig. Falls nicht, dann klick jetzt sofort auf Weiter. Ja, hallo, mein Name ist Thomas Klein und ich habe schon vor 20 Jahren bei Lehman Brothers meine Hörner abgestoßen in der Java-Programmierung. Und seitdem bin ich IT-Experte und habe mir immer wieder schwer getan, Neukunden mehr Umsatz zu machen. Bis ich mal auf den Gedanken gekommen bin, dass eine IT was ganz anderes ist als wie die Businesswelt. In der IT gibt es immer Schwarz und Weiß. Entweder ein Stück Code funktioniert oder er funktioniert eben nicht. In der Neukundengewinnung, also in der Businesswelt, Marketing und Sales, gibt es diese Eindeutigkeit nicht. Wenn ein Kunde sagt zu dir, ich habe keinen Bedarf, dann kann es sein, dass er keinen Bedarf aktuell hat. Es kann aber sein, dass er in einem Jahr Bedarf hat. Es kann auch sein, dass er Bedarf hat, aber nur aktuell keine Zeit. Und um nicht möglichst schnell wieder loszuwerden, die einfach sagt, er hat keinen Bedarf. Dann kann es sein, dass er vielleicht Bedarf hat, aber der Meinung ist, dass du nicht die Lösung zu seinem Problem bist, obwohl er dich noch gar nicht kennt, sprich Vorteile hat. Es gibt 27 und 46 Möglichkeiten, was die Aussage, ich habe keinen Bedarf, bedeuten könnte. Und um das zu interpretieren, um zwischen den Zeilen lesen zu können, braucht man eine ganze Menge Erfahrung und vor allem Grundwissen in der Neukundengewinnung. Wenn dich das interessiert, habe ich heute ein erstmaliges und nur limitiertes Angebot für dich, einen dreiteiligen Videokurs, den ich dir zuschicken werde, wenn du dich hier unten klickst und bei mir einträgst auf meiner Webseite. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir auf der anderen Seite uns wiedersehen in diesem Videokurs. Bis dahin, dein Thomas Klein, happy hunting. Ciao, ciao.